Leute, heute mal mit einem ganz kurzen Video. Und zwar möchte ich euch ein Dupe nennen zu diesem Lippenstift, den ich gerade trage. Das ist nämlich der OCC Lip Tarte in der Farbe Anime. Ja, und an die ranzukommen ist ja ein bisschen schwierig. Früher gab es diese Lip Tarts bei Muska 1906. Die hat aber den Shop nicht mehr. Und ja, jetzt müsste man den entweder im Ausland bestellen oder halt, was weiß ich, sämtliche Online-Shops durchforsten, ob sie die Marke anbieten oder nicht. Und deshalb zeige ich euch einen Dupe aus der Drogerie und noch einen Dupe von MAC. Das Gute an diesen Lip Tarts sind, dass sie wirklich wie mit Edding drauf gemalt sind auf den Lippen praktisch. Also die bekommt man gar nicht mehr runter. Sie halten wirklich perfekt. Ich brauche sie mir wirklich morgens nur aufzutragen und dann kann ich den ganzen Tag machen, was ich will. Ich kann essen, ich kann Kaffee trinken, ich kann egal was, das hält bombenfest. Das Einzige, was dann mal so nach 6 Stunden passiert, ist, dass in der Mitte dann nicht mehr so viel Produkt drauf ist. Ansonsten ja, verläuft er nicht in die Fältchen und so weiter. Deshalb, so an sich ist dieses Produkt echt sehr, sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, man kommt sehr schwer dran und ich glaube, ich habe damals irgendwie 16 bis 18 Euro dafür bezahlt. Welche Farbe ähnlich ist, allerdings nicht wirklich günstiger, ist Full Fuchsia von MAC. Ist auch eben sehr, sehr ähnlich. Das seht ihr jetzt links neben der Farbe Anime von OCC. Full Fuchsia ist halt nicht so pigmentiert wie Anime. Und Anime ist ein Tick noch bläulicher, finde ich. Und deshalb stelle ich euch jetzt ein günstiges Dupe vor, und zwar von Catrice. Das ist die Farbe Pinkabell, die 140. Das ist aus der Ultimate Color Serie. Und sie ist eben auch so ein Neon-Pink. Und ich male sie euch mal auf. Ja, diese Farbe an sich ist nochmal bläulicher als Full Fuchsia zum Beispiel. Und wenn ich die Farbe, ich trage sie jetzt einfach nochmal über alle Farben auf, damit sie auch in der Nähe von Anime ist. Ja, und ein Tick bläulicher ist sie auch als Anime. Einfach weil Pinkabell noch so feine, lilane Schimmerpartikel hat. Ja, aber ich finde, der Unterschied ist wirklich so minimal, dass man eigentlich auch sich einfach den von Catrice holen könnte. Wobei, ich muss sagen, dass seit ich Full Fuchsia von MAC habe, ich den von Catrice gar nicht mehr benutze, weil mich dann dieser pinke Schimmer echt ein bisschen nervt. Ja, außerdem hat Full Fuchsia von MAC ein Amplified Finish, was ich ja so von allen Finishes am meisten mag, weil, ja, das hält ganz lange, spendet aber Feuchtigkeit. Und natürlich jetzt bei diesen zwei Lippenstiften, sowohl bei MAC als bei dem von Catrice, müsst ihr den immer in eurer Tasche haben und ab und zu halt eben nochmal nachtragen. Das ist eben nicht so wie bei dem OCC Lip Tarte. Aber beide Lippenstifte verlaufen nicht, trocknen die Lippen nicht aus und ja, fühlen sich einfach angenehm auf den Lippen an. Full Fuchsia, weil mich da auch viele danach fragen, gibt es nur im MAC Pro Store. Also es gibt es nicht in jedem MAC Store. Das heißt, an denen ist es jetzt auch noch ein bisschen schwieriger ranzukommen. Also entweder nur übers Internet oder ihr seid mal in Köln oder Berlin. Da gibt es die MAC Pro Stores. Ja, und an Catrice kommt natürlich jeder ran. Gibt es im DM und ich glaube auch im Rossmann. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil im DM gibt es auf jeden Fall die Marke Catrice. Was aber bei den OCC Lip Tarte ein Minuspunkt ist, ist, dass man immer einen Lippenpinsel mitschleppen muss. Und dieser Lippenpinsel ist danach, es ist wirklich dann eine Qual, den sauber zu machen. Also das ist echt ein Minuspunkt an diesen Teilen. Genau, und deshalb meine zwei sogar handlicheren und bequemeren Dupes. Und zwar einmal Full Fuchsia von MAC und einmal Pinkabell von Catrice. Sagt mir doch, ob ihr so ein krasses Pink gerne auf den Lippen tragt oder ob ihr euch eher nicht traut. Oder was bevorzugt denn ihr? Bevorzugt ihr wirklich so ein klassisches, wunderschönes Dunkelrot oder tatsächlich so ein Pink auf den Lippen? Und ja, da bin ich mal auf eure Antworten gespannt. Und wenn ihr weitere Dupes bzw. solche Lippenstifte, die in diese Richtung gehen, kennt, also in so eine pinke, bläuliche Richtung, dann postet das mir doch in den Kommentaren. Da bin ich mal sehr gespannt und ich glaube, es ist auch für andere sehr hilfreich. Ja, genau, dann war es das auch schon mit dem kurzen Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns sehr bald. Ciao!